Hi Leute, was geht? Was geht? Bro, ist dein Cutter irgendwie schlafen gegangen oder so? Yo Leute, was geht? Ah, warte mal ganz kurz, Alter. Okay. Ah, yo Leute, warte mal ganz kurz. Heute probieren wir den Dowie Bowl. Heute probieren wir Gin Dowie Bowl. Bro, der arme Alter, der zittert ja 1:1 genauso wie ich, wenn ich Präsentation halten muss. Yo Leute und herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Gin Dowie Bowl. Der Bruder hat nur Himbeere gegessen. Oh Alter, so geil, Alter, schmeckt so gut, Junge. Yo Leute, was geht? Heute probieren wir Räucherstäbchen. Boah, Digga, diese Huya probieren wir nicht, Alter. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen Start in... Jetzt kommt das zweite Essen, Käse draufpacken, Salami und Kochschinken. Ach so, schmeckt voll lecker, oder? Ein Mensch braucht 6 bis 8 Stunden Schlaf. Also ich bin heute um 6 Uhr aufgewacht und 3 Uhr morgens war ungefähr bei mir noch im Bett so. Bro, die 8 Stunden habe ich safe drin. Mit 16 Jahren habe ich die Schule abgebrochen, um mit Business durchzustarten. Bro, jeder Dritte auf meiner For You-Page. Ich habe die Schule abgebrochen, um mit Business durchzustarten, Mann. Und jeder beginnt das Video gleich. Am Anfang werden Liegestütze gemacht, dann wird ein Toast gegessen und am Ende werden sich irgendwelche Vitamine reingezogen. Ich gebe euch 10 Tage, Digga, dann macht ihr kein hier Liegestützen mehr, wenn ihr aufsteht. Bro, das ist genau dasselbe, als ich mit 12 gedacht habe, boah Mann, Alter, ich mache jetzt Sixpack, Digga, ich trainiere, hab 2 Liegestützen gemacht und hatte keinen Bock mehr. Danach geht's doch schon direkt an die Arbeit. Versteh mich nicht falsch, Digga, Alter, ist ja richtig cool, dass du durchziehst. Gucken wir einfach mal, was der Typ so schallert. Top 5 Wege, um 100 Euro pro Tag als Anfänger online zu verdienen. 100 Euro pro Tag ist ja mehr als was ich mit YouTube mache. Im Jahr 2022 100 Euro täglich zu machen, ist einfacher denn je. Ja, Mann, Alter, ich hab richtig Bock, Digga, 100 Euro pro Tag zu verdienen. Zeig mir den ersten Tipp, Bruder. Styling. Ist eine Plattform, wo ihr Geld verdient, in denen ihr Verlinkungen erstellt und wenn denn jemand auf euren Link draufklickt, bekommt ihr denn eine kleine Provision. Ah, okay, ganz normales Affiliate-Marketing, ist ja alles schön und gut. Die Frage ist, wie ich überhaupt Leute dazu bringe, auf meinen Link zu klicken. Hierzu kann ich euch empfehlen, dass ihr für die Produkte zum Beispiel eine Instagram-Page aufmacht, hier denn auch den Link verlinkt oder euren WhatsApp-Kontakten sendet. Ja, Mann, Alter, euren WhatsApp-Kontakten sendet. Bruder, wie viele WhatsApp-Kontakte hast du? 10.000? Jeden Tag 100 Euro pro Tag, Bruder, dann hast du 10.000 WhatsApp-Kontakte und schickst 10.000 Leuten jeden Tag irgendeinen Link zu irgendein Produkt. Bro, glaub mir, Alter, die blockieren dich alle nach 2 Tagen. Nein, Mann, echt alles gut, Digga. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich sag ehrlich, sieht echt alles richtig geil aus bei dir, Mann. Richtig professionell und viel Erfolg mit deiner Firma. ASMR Behind the Scene. Oh, Bruder, der hat einfach mal kurz die ganze Bude auseinandergenommen. Ich frage mich auch wirklich, was ist das eigentlich für ein ASMR? Ey, yo, Bruder, was geht, Alter? Ich kann irgendwie nachts nicht einschlafen. Hast du irgendeinen Tipp? Ja, safe, Mann, Alter. Ich ziehe mir jeden Abend eigentlich ASMR rein. Ach, ASMR, das ist da, wo die so auf Mikrofon tippen oder so, oder? Nee, Mann, ich höre mir irgendwie ein bisschen anderes ASMR an. Jedenfalls stream ich seit einer Woche schon Fortnite und ich habe noch kein einziges Mal geblinzelt. Kommt in mein Live rein. Digga, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Bro, meine For You-Page ist voll mit diesen Livestream-Opfern. Ja, Mann, ich habe noch kein einziges Mal geblinzelt. Kommt jetzt in den Livestream, Alter. Wen juckt's? Digga, war gerade drin und der Cake blinzelt mehr wie das ganze Universum zusammen. Digga! Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht gleich jeden zusammenschrei. Der hier, der gewinnt jedes Mal gegen uns. Ich weiß nicht warum, aber wir werden jetzt live gehen. Kommt alle rein. Bro, wer bist du? Du redet in live wirklich normal. Hallo Leute und herzlich willkommen. Bro, das ist nicht normal. Geht doch arbeiten oder so. Mach doch irgendwas. Ich bin der neue Charakter. Ja, Mann, Alter. Wirklich, Digga. Und dann geht man in sein Live rein und natürlich... Ich lieb jeden einzelnen von euch. Ja, Mann, Alter. Du liebst jeden einzelnen von uns. Ich verstehe diese Leute nicht. Die machen das, weißt du, die machen das, anstatt sich irgendwie so eine Community aufzubauen, irgendwas Schönes zu machen. Nein, aber anstatt, dass man irgendwas Gescheites produziert, nein, man setzt sich wie der letzte dahin, Digga, dass jeder in diesen Livestream reingeht mit der Hoffnung, er spendet Geld. Naja... Das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute absolut gar nichts. Like das Video, teilt das Video. Bitte guckt euch nicht diese Livestreams an. Wir sehen uns. Frohe Weihnachten. Und Kochschinken.